Okay. So. Lass mich mal kurz gucken. Und jetzt. Oh, eine Qualle. Wir haben aber immer noch keinen roten Schnapper. Das Schlimme ist, lass mal, wir könnten ja hier eigentlich mal kurz gucken. Kajüte, Enzyklopädie. Wo. Flachwasser oder sind die ozeanisch? Wo findet man die? Gott, wie viel wir noch nicht gefunden haben. Das ist ja Wahnsinn. Okay, sind sie jetzt Mutationen? Da sind ich vielleicht. Da war der Mangroven. Ach so, das ist natürlich auch cool. Das kannst du hier die ganze Zeit durchschauen. Ja, haben wir aber schon. Küstennähe. Machen wir mal alle dann. Ach so, so, so ist das gedacht. Okay, alles klar. Jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir 69 Seiten durchblättern hier. Der rote Schnapper. Wo ist er? Kleiner roter Schnapper. Also wir haben ihn auf jeden Fall schon mal gefangen. Da ist er. Küstennähe. Beim Sternbecken. Hey, hey, hey. Wir sind ja direkt da. Das würde ja passen. Das wäre geil. Sternbecken. So. Frage nur wo. So. Und das Fiese ist, man ist so schnell abgelenkt in diesem Spiel. Man wollte eigentlich was völlig anderes machen und plötzlich. Oh, Kacke. Oh, warte mal, den haben wir noch nicht gefangen. Gotteslachs, Alter. Ah, der Gotteslachs. Also epischer. Ja, an dem ist nicht so viel dran. Aber episch hält's ja kaum noch. Der Gotteslachs. Coole Sache. Kann man das auch mal. Achso, wir sind schon gar nicht mehr. Wir düsen schon gar nicht mehr Richtung Becken. Becken ist da. Auf zum Archipel. Echt jetzt? Habe ich es echt geschafft, den gerade zu überhitzen? Warum? Wieso denn? Ja, sieht's aus. Verdammt Angst. Hat er doch jetzt gerade ja nicht so viel Gas eben. Steht gar nicht. Wie konnte das passieren? Ist natürlich aber auch total blöd, ne? Wenn du jetzt hier irgendwie voll den Mega-Fang an Bord hast. Und du kommst dann einfach nicht rechtzeitig an. Oder ist das jetzt wegen dem Netz irgendwie, dass er noch schneller überhitzt? Dadurch, dass er ja quasi so eine Art zusätzlich Gewicht ziehen muss. Was ist denn das? Also mit dem Netz ist aber wirklich geil. Die fällt mir echt irgendwie. Der zieht sich so viele Fische nebenbei. Einfach nur durchs Rumgondeln. Nicht super. So, der rote Schnapper. Nee, wo der rote Schnapper? Wo ist der zu finden, du? So, da hinten ist die Händlerin. Da kann ich mich schnell reparieren. So, warte mal. Hier haben wir noch eine Vision, die wir uns mal schnell geben können. Dadurch, dass wir anscheinend jetzt wieder rotäugig sind. So, der Steiner zittert vor dir. Und wir legen die Hand auf. Plötzlich durchfährt ein Frösteln, das sie bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision dringt sich dir auf. Der grüne Schimmer einer Aura. Aurora erhellt den Nachthimmel über dem Resort. Ein ferner Donner lässt die schindelgedeckten Dächer erzittern und schreckt die Träumer aus dem Schlaf. Das Wasser zieht sich zurück und die Korallen sind der warmen Luft preisgegeben. Verwirrte Kreaturen suchen nach einem Unterschlupf. Momente später kehrt das Wasser zurück, krachend, brodelnd, die Seelen aufs Meer hinaustreibend. Ja, ist einfach mal Happy News.
Einfach Happy News. Drei Tage später. Aber er fängt immer noch einen Fisch. Schön. So, kann ich an der Zwischenzeit mal hier kurz mal einen Schluck Kaffee nehmen, du? Ne? Ah, ist verdammt guter Kaffee, du. So, und dann sind wir hier vorne schon da. Muss ich jetzt irgendwas aufpassen beim Verkaufen? Blutschnapper. Kann ich auch Mutationen abgeben? Bei ihm? Weil ansonsten müsste ich jetzt hier nämlich... Ah, wir haben da schon rote Schnapper. So, ich will nicht alle Fische verkaufen, ich will nur gewisse Fische verkaufen. So, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt einmal F drücke... Okay, macht das einzeln. So, die roten Schnapper lassen wir an Bord. Und that's it. Super cool. Okay. Einmal reparieren, bitte. So, der Rest ist eigentlich... Noch mal kurz ein bisschen hier weg. Na, da will ich jetzt nachher nicht irgendwie da rankommen. Okay. So, vielen Dank. Nein, falsche Richtung. So, dann krachen wir mal los hier. Yeah. Hier bei dieser alten Krabbe hier, da wüsste ich auch gerne mal, ob wir die irgendwie besiegen können. Mit irgendwas. Was? Okay, los. Halten sich eigentlich im Netz die Fische länger als an Bord? Müsste man eigentlich, wa? Wäre nur fair, finde ich. Schon. Schön. Das ist gut. So, und dann erstmal auf zur Fotografin, die uns jetzt scheinbar erstmal einen Film gibt. Quatsch, eine Kamera. War die hier? Mann, dieser blöde Teufelsfisch. Dieser Teufelsfisch. Wirklich eher. Nee, hier waren die Fußabdrücke. Also hier? Du hast das Objektiv. Oh, ich hoffe, sie wurden durch das Salzwasser nicht beschädigt. Sie nimmt dir den Koffer ab und untersucht jedes Objektiv sorgfältig. Hm. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Jedenfalls nichts, was mit einer gründlichen Reinigung nicht behoben werden kann. Fertigkeit freigeschaltet. Kamera. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu sammeln. Okay, also wir können jetzt einfach irgendwo anhalten und ein Foto machen. Hm. Wenn du ein paar Tipps brauchst, wie man gute Wildtiere sichten kann, dann sag einfach Bescheid. Erzähl mir etwas über große Fische. Sieht so aus, als würdest du dich auf diesem Gebiet besser auskennen als ich. In der Gegend gibt es einige wenige Arten von Haien. Besonders bekannt ist der riesige Walhai. Sie bevorzugen die warmen Gewässer rund um das Sternenbecken. Sie sind harmlos, das weiß ich sicher. Aber verhalte dich in ihrer Gegenwart dennoch vorsichtig, damit sie nicht mit den Bootsschrauben... Dass du sie nicht mit den Bootsschrauben verletzt. Noch etwas? Erzähl mir etwas über Säugetiere. In den tieferen Gewässern gibt es hier auch einige Wale- und Delfinarten, obwohl es sich nur um relativ wenige Individuen handelt. Vielleicht hast du Glück und sichtest eine Schule von großen Tümmlern oder Orcas. Haben wir schon. Sie schwimmen gerne neben Booten her. Was die größeren Walarten angeht, sollten hier schon Buckelwale, Pottwale und sogar seltene Blauwale gesichtet worden sein. Also Pottwal haben wir gesehen, Blauwal haben wir gesehen. Buckelwale noch nicht. Es überrascht mich nicht, dass ihre Zahl schrumpft, da man in Unfällen gnadenlos Jagd auf Wale macht. Ich hoffe, dass sich die Population bald wiederholen. Noch etwas? Erzähl mir etwas über Vögel. Hm. Vor den Inseln hört man viele verschiedene Vogelstimmen, aber diese Arten sind alle zu klein, um sie vom Boot aus beobachten zu können. Es gibt auch größere Arten wie Möwen und Rabenvögel.
Wir haben den belebten Häfen und Docks nach Futter suchen. In den Ruinen des von Teufelsgrate brüten einige Fischadlerpaare. Ihre Rufe sind weithin hörbar. Die Vögel selbst sind scheu, aber nur schwer zu sichten. Erzähl mir etwas über Reptilien. Ich freue mich über deine Frage. Die meisten vergessen die Reptilien, wenn sie an Meerestiere denken. Karettschildkröten tummeln sich zahlreich in den warmen Gewässern rund um die Marktstädte und die Stromklippen, obwohl man sie im Wasser nur schwer entdeckt. Die größten lokalen Reptilienart ist das Salzwasserkrokodil. Die Mangroven von Wildstrang bieten diesen Tieren den perfekten Lebensraum. Noch etwas? No. Ich würde Orcas sehen. Tatsächlich haben wir sogar schon Orcas gesehen hier. Okay, gut, dann lass uns mal... Moment. Hier nochmal rum, und zwar zu dem Typen mit der gelben Kutte. Der Gelbkutling. Schauen, was der noch für uns hat. Den wollen. Achso, jetzt in Real Life. Ja, das ist tatsächlich, ist schwierig, weil ich glaube, in so einem Aqua-Parks irgendwie bluten einen echt nur das Herz, wenn man da Orcas sieht. Und so einer freien Wildbahn wird es halt schwierig irgendwie, glaube ich. Eine Antwort. Die Gestalt mit Kapuze hält eine Schriftrolle hoch und tippt auf das Bild. Ein roter Schnapper, den sollst du haben, mein Freund. Bitteschön. Sie reißt dem Fisch den Hals auf und greift sich das Herz. Es verschwindet in ihrem Mund, bevor du begreifst, was du besiehst. Noch eins. Ein Opfer. Sie weist auf ein weiteres Bild, auf eine Schriftrolle. Oh nein, den haben wir gehabt gerade. Ah, ein Fangzahnfisch. No. Nee. Schade. Okay, haben wir leider nicht da, Kumpel. Kriegst du später. Hier vorne bei der Walfangstation, ihr habt's doch welche. Bin ich der Meinung. Hier so, da, hier bei Unfell. Bei Unfell habe ich welche gesehen. Da bin ich mir sehr sicher, ja. So. Ja, tatsächlich, der Motor erhöht sehr schnell, glaube ich. Also entweder nachts oder durch das Netz, ich weiß es nicht. Also wie fühlt, würde ich sagen, er läuft jetzt schneller heiß. So, aber jetzt ist natürlich nachts. Nee. Das war hier hinten, waren die doch immer hier. Die klingen scheiße. Die kleinen Scheißerchen. Platz. Tja, muss ich, glaube ich, mal ganz kurz warten, bis es Tag ist. Gut, müssen wir hier mal schnell ran. So, Fischmarkt. So, verkaufen wir mal alles. Können wir alles verkaufen, ne? Ja. So. Gut, in der Zwischenzeit würde ich mal sagen, schauen wir uns mal eine noch gefundene Nachricht an. Gestern wurde das Testament meiner Mutter verlesen. Ein Großteil des Vermögens ging natürlich automatisch an ihn über. Aber zu meiner Überraschung hat sie mir eine Taschenuhr vermacht. Seltsam. Das Ding gefällt mir nicht, aber ich weiß, wie viel es eben bedeutet, dass ich es annehme. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mir damit noch aus dem Grab heraus eins auswischen wollte. Das würde zu ihr passen. Hab ich mich vielleicht irgendwann einmal verspätet? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Kryptisch. 9 von 12 haben wir. 9 von 12. Haben wir eigentlich... Ausbautechnisch haben wir alles, ne? Netze haben wir alles. Körbe brauchen wir da hin. Und, naja, eigentlich müssten wir noch... Der komplett halber eigentlich die Angel noch kaufen. Also... Wir wollen ja alles komplett haben. So, aber erstmal die Körbe. 9 Tage, das ist aber ordentlich, Alter. 30, das ist geil. Schön. So, dann machen wir hier noch einen hin.
Und dann wissen wir, die nächsten vier kommen da rein und dann haben wir auch quasi alles gekauft mit Forschungsteilen, was es zu kaufen und freizuschalten gibt. So, jetzt kann ich einfach nur sinnlos rumgondeln. Ne. Weil hier in dem Becken gab es definitiv welche. Das weiß ich ganz genau. Aber es war halt tagsüber. Oh, warte mal. Diesmal hier. Nein. Diesmal hier raus, bevor jetzt plötzlich wieder dieses olle Seemonster uns angeschossen kommt. So, irgendwelche größere Tierdönse. Ich brauche noch einen Hammerhai, fällt mir ein. Irgendwie für diese eine Steintafel. Da fehlt mir noch ein Hammerhai. War nicht doch. Wow. Wir haben Schweine gehabt gerade. Du zwingst mich doch dazu. Expectrum Patronum! So, verschwinde! Oh, warte mal hier vorne, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja! Yay! Ich hab schon mal erwähnt, ich glaube, dass, am Anfang dachte ich, das wären Piranhas. Die ich so gesehen habe. Rotbarsch. So, gut. Das reicht. Ach, die wo noch. So, mit dem muss man jetzt auch nochmal rechnen, ne? Irgendwie hast du gerade mal irgendwie eben so einen krebelnden Fisch gefangen, irgendwie kommen die und Mobs nehmen. So. Noch eins. Ein Opfer. Und sie weist man auf ein weiteres Bild. Und hier hast du deine Makrele. Oder dein Barsch, besser gesagt. Hallo? Oh, wir haben die Haltbarkeit verloren. Ah, wir müssen es reparieren, okay. Nein, ah, das ist es nicht. Nee, das ist er ja nicht. Oh, scheiße. Das ist ein Fangzahnfisch. Boah, ey, wo ist denn jetzt der zu finden? Oh, no. So. Nee. Okay, warte mal, Netz ist jetzt, muss ich leider einziehen, weil kaputt. Muss mal reparieren demnächst. Fangzahnfisch. Ein Fangzahnfisch. Okay, wie sieht der denn aus? Warte mal, haben wir den vielleicht schon mal irgendwo erstmal gehabt? Mal kurz nach hinten. Oh, warte mal, das sah so aus. Nee, ist ein Knirscherbarsch. Eine Anomalie von dem Barsch. Also wenn, würde ich auch tatsächlich eher so tippen auf Mangroven oder irgendwas. Im Sternbecken? Fangzahnfisch ist im Sternbecken? Echt jetzt? Anglerfisch? Noch nicht? Ne, wir sind schon wieder raus hier aus dem Sternbecken. Okay. Haben wir den vielleicht noch gar nicht gefangen? Kann das sein? Okay, also wenn du dir sicher bist, dann düse ich da jetzt hin. Herr Junge, du bist ja immer, du bist ja quasi meine Enzyklopädie. Ja, mein Navigationsgerät, alles in einem. Wenn du sagst, das ist da, glaube ich dir. Düse ich hin.
Achso, jetzt wieder ausgefahren. So. Klapp. Und Power on. Das Gute ist natürlich, dass das alles so halbwegs hier auf der gleichen Ecke ist. Aber wie gesagt, ein Hammerhai wäre nochmal Hammer. Also die meisten Sachen, das ist ja recht, die abyssal unterdal sind, also quasi diese Tiefseegeschichten, die sind ja auch hier am Sternbecken. Hammerhai gibt's auch im Sternbecken. Na denn? Dann lass uns mal hier alle mal die Daumen drücken hier, dass wir hier alles finden, was wir brauchen. So, aber wollen wir erstmal schnell mal das Netz reparieren. Ach schön. So friedlich aus. Und einmal alles bitte reparieren. 93 Dinger. Also die Kohle, die geht raus. Muss man ja wirklich aufpassen hier. So, im Netz haben wir Schmund. 69 Bob, weg damit. Okay, na dann lass uns doch mal schauen hier. Schwupps. Rennet Netz. Eigentlich jetzt hier so eine... Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So, was haben wir denn hier? Nee, nee, jetzt sind diese Anglerfische. Hammerhai. Sehr geil. Yay! Okay, bin ich jetzt... Aherionqualle. Schönes Ding. So, wer seid ihr? Ah, ihr seid... kleine Oktopoden. Und ich muss hier vorne jetzt nochmal schnell zu dem Schrein. Sag mal, die Fangzahnfische, sind das nachtaktive Fische oder sind das tagsüber agierende Fische? Also... tagesaktive Fischvieh. Fischelumpe. Yeah. Sehr schön. Die Felssparte ragt aus den Felsen. Jawoll. Du lässt die vier Haie in die Spalte gleiten und verschwinden in der Tiefe. Wenige Augenblicke später steigt etwas an die Wasseroberfläche. Der Eingeweidekran. Oh Gott. Um Gottes Willen, Alter. Der Eingeweidekran. Was stimmt denn nur nicht mit den Leuten hier? Der Eingeweidekran. Großartig. So, okay. So, was haben wir hier? Oh, Anglerfisch. Tag und Nacht, da abyssal. Okay. Nee, sind sie auch nicht. Oh. Upsala. Da bin ich schon Weltreisen hier. So, was ist mit dem hier vorne? Was haben wir hier? Nee. Das sind doch diese Häschen. Die Quallen sehen schon schön aus. Okay. Ah, noch ein Hammerhai. Den holen wir uns. Verkaufen wir jetzt gleich beide. Kohle können wir anscheinend auch hier brauchen, ganz gut, ne? Da sehen die auch wieder relativ schnell raus. Die Schmutte.
So, okay, Geschmacks. Die 400 Dinger, sehr gut. Schön, sind wir am 2000er Club. Hervorragend. So, dann wollen wir hier mal weiter suchen. Sack, ey. So, die sind's, glaube ich, nicht, ne? Nein, sind's nicht. So. Und tatsächlich mal, ich glaube, beim Eingang des Sternbeckens war auch nochmal ein recht guter Punkt für Abyssal. Schauen wir nach. Mal diese Krake hier mal getriggert. Boah, Alter, das wäre ein riesen Vieh, ey. So, wollen wir lieber nicht stänkern? Wer weiß, was dann passiert. Ich denke, es wird mit unserem Tod enden. Was ist das für so ein Lampenfisch hier? Na, sag mal. Und dann hoch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Na, gibt's die Schnapper. Die bringen uns jetzt aber nichts. Die wollen wir jetzt nicht. Machen wir zu weit. Fetter Megalodon. Megalodon, Cord und Tape. So, nee. Das sind sie nicht. So ein Hai haben wir glücklich auch noch nicht gesehen, ne? So. Wir schauen uns mal kurz diese Insel an. Kleinen Schatz, den holen wir uns. Der zweite Stiefel. Wunderbar. Den ersten haben wir schon abgegeben beim Sammler. Der hat sich gefreut. Ansonsten scheint es eine etwas unspektakuläre Insel zu sein. Okay. So, wo finden wir jetzt diesen kleinen süßen Fisch? Frachtraumhüpfen, gerade sehen. Dann kann man die blauen abchecken, aber ich glaube, die blauen waren es halt auch nicht. Ne? Kalmare, ne? Ja. Die dunkelblauen hier. Das sind keine dunkelblauen. So, schön, dass uns hier die ganze Zeit irgendwann mal irgendwas ins Netz hüpft. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, hallo! Was höre ich hier? Warum wird hier irgendwas lauter? Oh Gott, was war das? Was war denn das gerade? Ich will gar nicht wissen. Okay, Alter. Na super. Oh, fuck. Wir wurden mal gerade kurz gefressen.
Schön. Ganz, ganz toll. Das ist ja ein Mist. Ja, okay. Warte mal, lass mich mal gucken. Irgendwie haben wir jetzt... Haben wir die Angel? Ja, okay, alles klar. Also den Hammerhai haben wir abgegeben. Dann würde ich sagen, war tatsächlich hier vorne drin, das Vieh. Oder? Das war noch hier vorne um die Ecke. Ja. Voll. Wunderschönen Cowboy-Stiefel nicht. Ach Mann, ärgerlich. So. Coolio. So, dann auf zu den Verrückten in der Game-Kutte. Ja, na klar, ihr kommt jetzt wieder angeschissen, ne? Na logisch. Du kannst nichts dagegen machen. Das ist doch scheiße. Blöden Krähen. Euch das rein. Ich hatte 5 Stück, jetzt hängt nur noch ein. Wir haben nur noch einen. Also wirklich. So, lustiger Kapuzenmann, bitteschön. Captain Ego ist da. Noch ein Opfer, so sieht's aus. Und hier hast du deinen Fangzahnfisch. Sie führt den kleinen Fisch zum Mund und beißt an einer Stelle zu, an der er das Herz sitzt. Zwischen ihren trockenen Lippen und löst sie scharfe Zähne. Ist das sie, ja? Mhm. Ich spüre eine Hoffnung. Sie entrollt das letzte Stück und sie will eine Blaukrabbe haben. Eine Blaukrabbe. Okay. Cool. Kannst du haben? Weiß man nicht woher. Okay. Ganz kurz mal einen Blick geworfen. Blaukrabbe. Schau mal weiter. Habe ich noch nicht gefangen, ne? Meine Drittes. Wo kommen jetzt Blaukrabben vor? Sternbecken. Immer wenn du denkst, du bist schon fertig mit so einem Areal. Das Areal ist noch nicht mit dir fertig. Auf zum Sternbecken, wir brauchen Blaukrabben. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen kleinen Hai oder was? Jawohl. Geisthai, den nehmen wir mit. Fumm, weg ist er. Was? Waren hier vorne jetzt auch so eine Mistviecher? Nee. Jetzt mich jetzt aber noch ein bisschen. Zum Schmunzeln gebracht. So, an dem Ding waren wir dran. Ja, genau. Na, kriegt er noch anders gesetzt? Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Nope! Leider nicht. Okay, Körbe habe ich sogar noch, glaube ich, an Bord, ne?
Wunderbar, die kann ich auch gleich am besten denn da vorne irgendwie auswerfen. Am besten Richtung Fischer, also fahrender Händler. Weil sollten nicht diese blauen Krabben drin sein, kann man relativ schnell irgendwie den Schmunz, der da drin ist, verkaufen für ein bisschen Geld und dann passt das auch ganz gut. Oh, was haben wir hier? Hier noch ein paar kleine Kalmare, ein paar besondere Kalmare. So. Verschmarkt. Kaufen. Werft. Zwei Stück. Ich will auch tatsächlich die letzten nicht mehr. Also, ich sag euch noch zwei, die fehlen. Die wollen wir uns nicht kaufen. Ich denke, die werden wir wahrscheinlich noch so durch irgendwelche Belohnungen bekommen. Das wäre schade sonst. So, okay, dann würde ich mal sagen, drop ich mal hier vorne so einen kleinen Krabbenkorb. Und den anderen ein bisschen hier vorne. Weil die Blaukrabben waren ja, glaube ich, auch, wie sie nur gesagt haben, bis 5 Meter, ne? Hol ich mal den am besten wieder zurück, wa? Der ist ein bisschen zu tief eigentlich. Einsammeln. Dann bin hier vorne. Klupp. Ah, Lampe kaputt. So, was haben wir hier vorne? Ja, bei den Anglerfischen gibt es so ein bisschen Mutationen. Kit, Alter. So ein I, so ein E, ein Fisch, Alter. I. Der ist ja toll. Nicht. Verkaufen. Ich muss jetzt leider ein bisschen Zeit schinden irgendwie, bis die Körbe gefüllt sind. Und hoffentlich sind Blaukrabben drin. Die sind aber auch geil. Okay, hier, die haben jetzt, glaube ich, ausgeworfen beide. Zum Großen, der wäre schon Hammer. Also damit kriegst du auf jeden Fall. Krabbenkopf vom Sternbecken auswerfen und gibt mehr Tiefe. Okay. Danke für den Tipp. Ich glaube, wir kaufen uns das Ding mal. Den hauen wir auch raus. Abstoßen teste ich das Ding, ey. Sonst jetzt diese Tessie, riesengroße Monster gefressen, weil wir zu weit draußen waren? Oder war das jetzt einfach so random, weil wir halt einfach 63 Tage nicht geschlafen haben?
alt. Ach, das ist ein Walhai. Sehr schön. Okay, wir haben ein Foto gemacht. So. Hier haben wir mal ein Hai. Habe ich gerade was nicht bedacht. So, muss man so. Also wir werden auf jeden Fall mehr Geld für den Hai als für die beiden Anglerfische bekommen. Deswegen machen wir das mal lieber so. Die verkaufen wir schnell und dann schauen wir mal in die Körbe. Da 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 da. Ja, da vorne tummelt sich auf jeden Fall schon was drum. Ja. 3,77, sehr gut. Und mal ein bisschen was reparieren. Und zack, perfekt. So. Nun heißt es Daumen drücken. Dornenkronen-Seestern. Ja, nee, nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Aber okay. Wow. Ja. Git. Hallo, Blaukrabbe. Du kleines Schmuckstück. Ich wollte mal haben. Ne, dich wollte man nicht haben. Ich lasse erstmal drin. Was kriegen wir denn überhaupt hier für den ollen Pockenseestern hier? $11? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So, ich würde einfach mal zur Sicherheit hier nochmal lieber zwei Fische fangen. Bevor mir hier wieder was in die Kombüse rutscht. Dass die vielleicht eher auf den Fisch gehen, anstatt auf meine kleine Blaukrabbe. So. Okay, let's go. Auf zum Kuttenmann. Kuttenfrau, wie sich dann raus. Ist ja eine Sie anscheinend. Auf zur gelben Kuttenlady. Sitzen hier einfach so auf so einem Stein rum. Ja, ich spüre eine Öffnung. Sie zerbricht die Schale der Krabbe, reißt ihr die Beine aus und frisst ihr Fleisch. Ja. Die Lippen noch besudelt vom Krabbenfleisch, holt sie ein Buch unter ihrem Gewand hervor und gibt es dir. Antwort gegeben. Wir warten. Sie kreuzt die Arme vor der Brust und scheint in einen tiefen Schlaf zu fallen. Na denn, Nachti, Nachti.